Hallo und willkommen zurück zu Wendels Monday. Wir sind aus dem Loch draußen und müssen immer noch den Rest des Zeugs besorgen. Und das ist... Oh, dieses... Ich versuche gerade... So. Wir müssen immer noch... Moment, wo ist es? Da. Wir müssen noch 4 Becher Dünger, 3 Viertel Teelöffel rosa Wismut finden, 6 Becher Phosphor, 1,5 Becher Frittierfett. Die Seife haben wir schon. Den, ich glaube, das haben wir, brauchen wir auch hier. Schachteltyp. Na gut, dann reden wir mal mit den Leuten. Mit Sleazy bin ich erstmal durch. Okay. Schachteltyp. Hä? Hey, du bist neu hier, oder? Ich? Quatsch. Ich bin schon eine Weile hier. Ich zieh's aber vor, unauffällig zu bleiben. Na, dann sind wir schon 2. Ich heiße übrigens Martin. Hey Martin, ich bin Randall. Willst du einen Zaubertrick sehen, Randall? Das haut dich aus den Socken. Ich weiß nicht. Komm schon, Mann. Gib mir einfach irgendwas, das du nicht mehr brauchst. Und ich lasse es verschwinden. Warum muss das was sein, das ich nicht mehr brauche? Weil die magische Schachtel es für immer dematerialisiert. Das klingt wie ein ziemlich blöder Zaubertrick. Das wissen wir erst, wenn wir es ausprobiert haben. Nicht wahr? Ich hab nichts, was ich loswerden will. Ich gewöhne mich so schnell an meinen Plunder. Du hast doch sicher irgendwelchen Müll, den du nicht mehr brauchst. Aber egal, wenn du an der Macht der Magie keinen Geschmack findest, ist das dein Problem. Okay, dann mache ich mich mal auf die Socken. Bis dann. Hey, komm schon, warte mal. Sei doch nicht so. Junge, was willst du überhaupt? Ach, weißt du, alle ignorieren mich. Keiner will meinen Zaubertrick sehen. Naja, du bist doch nicht gerade David Copperfield. Ach, komm schon, lass mich nicht betteln. Bitte, ich will meine Gabe mit dem Rest der Welt teilen. Klar. Okay, mir ist gerade was eingefallen. Wie wär's, wenn du mir was im Austausch gibst? Schließlich werde ich eins meiner Items für immer verlieren, wenn du deinen blöden Trick machst. Also, ich soll dir was im Austausch geben, damit du meinen erstaunlichen Trick sehen darfst. Spinnst du? Okay, na dann. Hab ne Menge zu tun. Man sieht sich. Verdammt, warte! Ja? Na gut, du hast gewonnen. Weiß bloß nicht, was ich dir anbieten kann, mein Freund. Tja, ich kann eigentlich so alles brauchen. Okay, dann bekommst du mein magisches Medaillon. Was meinst du? Magisch? Warum ist das magisch? Wo hast du das her? Na, das lag irgendwo rum. Und dann war's plötzlich in meiner Tasche. Pure Magie. Ich glaube, so verschieden, wie ich anfangs dachte, sind wir beide gar nicht. Ach, du begräbst auch gerne Leute bei lebendigem Leibe? Das nehme ich zurück. Also, abgemacht? Okay, wenn ich was finde, das ich nicht mehr brauche, dann bringe ich es zu dir. Und du gibst mir dein magisches Medaillon. Noch besser. Du wirst absolut verzaubert von einem obergeilen Zaubertrick. Und dann gebe ich dir das Medaillon. Klar. Wenn du es sagst. Übrigens. Weißt du, wo ich ein bisschen Fett, Dünger und eine Handvoll Streichhölzer herkriege? Weißt du, wo ich ein bisschen Fett, Dünger und eine Handvoll Streichhölzer herkriege? So Sachen habe ich nicht. Und wenn ich die hätte, würde ich sie mit meiner Zauberkiste verschwinden lassen. Kennst mich ja. Eigentlich nicht, aber egal. Naja, du scheinst da was zu verwechseln, mein Freund. Wenn du was brauchst, ist Sleazy dein Mann. Ich weiß, aber ich brauche das Zeug heute noch und Sleazy kann erst morgen liefern. Und ich weiß nicht, ob es mich da noch gibt. Wie das? Willst du dich umbringen oder so? Nee, ich bin nur... Warum rede ich überhaupt noch mit dir? Weil du mich gut leiden kannst und weil du ganz versessen auf Zaubertricks bist. Ja, klar. Ja, klar. Muss jetzt los. Okay, aber denk dran, wenn du mal Lust verspürst, dich von der Faszination der Illusionskunst verzaubern zu lassen, weißt du, wo du mich findest. Also was jetzt? Bist du ein Zauberer oder ein Illusionskünstler? Das ist nämlich nicht dasselbe. Das weißt du, oder? Ich glaube, Illusionskünstler gefällt mir besser. Okay, Illusionskünstler. Ich bin weg. Na, dann wollen wir mal rein. Oh, die Katze folgt echt dann überall. Der scheiß Katze gruselt mich. Hey, Murray, wie geht's deiner Rübe? Guter Witz, Junge. Du glaubst wohl, Wachen anzugreifen wäre lustig. Weißt du... Wenn dir das nächste Mal der Sonntagsfilm nicht gefällt, schreib's einfach auf, okay? Oder du bleibst eine ganze Woche im Loch. Ich hab dich gewarnt. Der Sonntagsfilm? Ach so, verstehe. Und was war das für ein cineastisches Meisterwerk? Du bist echt unfassbar.
Nach all dem Ärger, den du gemacht hast, kannst du dich nicht mal mehr an den Film erinnern? Ihr Kids habt doch alle die Hirnschmelze heutzutage. Ja, aber sie haben meine Frage nicht beantwortet. Ja, ich weiß es nicht mehr. Der mit dem Roboter, der überall mit seinem Motorrad rumfährt? Terminator? Ja, genau. Terminator 3. Gab's gerade billig. Terminator 3? Und es gab nicht mal einen Aufstand? Ach, die Leute haben sich ein bisschen beschwert. Aber nichts im Vergleich zu deiner Reaktion. Du hättest sie sehen sollen, als vor ein paar Jahren Rendezvous mit Joe Black kam. Da gab's richtig Probleme. Muss sagen, wir Wachleute waren auf sowas nicht vorbereitet. Einfach nicht vorbereitet. Was war los? Stell dir vor, Geschrei, Gefangene, die sich gegenseitig erwürgten, überall Blut. Ein Typ steckte sich sogar einen Löffel ins Auge. Man sieht hier Sachen. Sachen, auf die mein Leben verzichten würde. Mann, Mary. Dieser Ort hat sie wirklich hart gemacht, was? Tja, das passiert eben, wenn man Tag und Nacht mit den Übelsten der Üblen verbringt. Den Aussätzigen der Gesellschaft. Diebe, Mörder, Vergewaltiger. Ja, du weißt schon, dieser Ort verändert Menschen. In der Tat. So, ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel. Wissen Sie, wie die anderen... Wissen Sie, die anderen haben mich gezwungen. Wissen Sie, wo ich etwas frittiert wird und eine Handvoll Streichhölzer herkriege? Wissen Sie, warum hier die Katze plötzlich immer folgt? Tja, ich mache mir auf die Sorgen, Mary. Man sieht sich. Erstmal die Katze fragen. Wissen Sie, warum mir die Katze plötzlich immer folgt? Tja, kein gutes Zeichen. Wie meinen Sie das? Die Katze läuft hier schon ein paar Jahre rum. Und immer, wenn sie etwas enger mit jemandem wird, dann weil der demnächst ins Gras beißt. Irgendwie kann diese Katze den Tod riechen. Was? Stimmt schon. Weißt du, wir hatten ja auch eine Todeszelle. Und immer, wenn sich die Katze einen ausgesucht hatte, war der nächste Kandidat. Zufall? Irgendwie unheimlich, oder? Tja, kann auch sein, dass der Direktor einen komischen Sinn für Humor hatte. Okay, dann sagen Sie ihr, dass sie mir nicht nachlaufen soll. Ja, ich hab das Schicksal nicht in der Hand. Und halt dich in Zukunft von mir fern, okay? Na super, einfach toll. Das hat mir gerade noch gefehlt. Wissen Sie, wo ich etwas Frittierfett oder eine Handvoll Streichhölzer herkriege? Fett? Streichhölzer? Was zum Geier hast du denn vor? Nichts, nichts. Nur keine Sorge, Mary. Ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel. Wissen Sie, die anderen haben mich gezwungen. Schon okay, Junge. Ich kann das wegstecken. Ja, das haben Sie zu Genüge bewiesen. Wer hat dich angestiftet? Das kann ich Ihnen nicht sagen, Murray. Sie wissen, was man mit Spitzeln anstellt. Da überlebe ich nicht lange. Verstehe. Egal, ich gebe dir einen Rat. Lass dich nicht von den anderen rumschubsen, Junge. Wenn du dich nicht wehrst, machen sie einfach weiter. Wenn sie das nächste Mal kommen, sei ein Mann und stell dich ihnen. Nee, ich bin mehr so der Typ, der wegrennt und sich versteckt. Aber danke für den Tipp. Ja, ich mach mich auf die Socken, Murray. Man sieht sich. Na dann, verzieh dich. Och, der arme Murray. Oh, die Katze kommt echt hinterher. Oh, Kaugummi. Jawohl. Psst. Charlie. Charlie, bist du da? Heiliger Odysseus 31. Randall Hicks. Du lebst! Ja, ich lebe. Ich bin dein Zellengenosse. Wusstest du nicht? Tja, ich verbringe die meiste Zeit in meinem Versteck, also kriege ich wenig mit, was hier so abgeht. Ist nicht wahr. Also, du bist der berühmte Gefangene, der die Nacht im Loch verbracht hat. Weißt du, dass man sich abscheuliche Geschichten über dich erzählt? Ja, weiß ich. Aber niemand sagt mir, was genau eigentlich. Ist doch egal. Du und ich, Zellengenossen, Randall. Wie in alten Zeiten. Wie im College. Tja, wenn man mal außer Acht lässt, dass wir nie Zimmergenossen waren und kaum miteinander gesprochen haben. Ja, genau wie im College. Tja, jetzt, wo wir so eng miteinander sind. Eng? Ich verrate dir ein Geheimnis. Sag's nicht. Du gräbst einen Fluchttunnel. Hey, woher weißt du das? Weißt du, nachdem du aus dem Loch in der Wand gekrochen bist, habe ich mir sowas schon gedacht. Gut kombiniert, Randall. Aber es gibt auch schlechte Neuigkeiten. Das weißt du bestimmt nicht. Lass mal raten. Du bist in Sektor 7 auf eine verstärkte Stahlbetonwand getroffen und du musst die irgendwie in die Luft jagen.
Ja, so in etwa, aber... Und wenn ich Sprengstoff auftreiben kann, bin ich bei der Flucht dabei. Mann, Randall, wie kannst du das alles wissen? Naja, Captain Red hat mir das geflüstert. Der redet auch mit dir? Das ist super, Mann. Okay, du bist genau der Richtige für die Aufgabe, kein Zweifel. Klar bin ich das, obwohl ich lieber ganz woanders wäre. Was sagst du da? Der Laden hier ist klasse. Ich würde hier freiwillig wohnen, wenn es nicht die täglichen Prügeleien gäbe. Irgendjemand hat hier schlechten Knastfusel getrunken. Was? Vergiss es. Also, wegen dem Sprengstoff. Wie können wir sicher sein, dass der Sprengstoff überhaupt funktioniert? Warum haben die Wachen noch nichts von deinem Plan mitbekommen? Ich habe ein Buch aufgetrieben, wo drin steht, wie man eine Bombe baut. Wie können wir sicher sein, dass der Sprengstoff überhaupt funktioniert? Tja, muss er einfach. Das ist der Plan. Und an den müssen wir uns auch halten. Super. Sehe schon, du hast an alles gedacht. Der Plan funktioniert, Randall. Der hat einfach keine Lücken. Langsam glaube ich, ich komme nie aus diesem Höllenloch raus. Mit der Einstellung bestimmt nicht. Charlie, halt einfach die Klappe und grab weiter. Warum haben die Wachen noch nichts von deinem Plan mitbekommen? Hast du Murray schon mal getroffen? Ah, ja. Klar, verstehe. Als der einzige Wärter hier. Ich habe ein Buch aufgetrieben, wo drin steht, wie man eine Bombe baut. Oh, super. Ja, aber ich brauche einige Zutaten. Was machst du dann noch hier? Los doch, treib das Zeug auf. Tja, ich frage mich. Vielleicht weißt du ja, wo ich ein paar von den Sachen finden kann. Komm schon, Mann, ich mach meinen Teil. Du musst selber klarkommen. Okay, aber ich könnte etwas Hilfe brauchen. Randall, das musst du selbst rausfinden. Okay. Tja, hab eine Menge zu tun. Danke fürs Reden, Charlie. Bedanken wir uns mal bei Carl. Was geht ab, Mann? Hey, was geht, Bruder? Wie läuft's mit dem Nikotinkaugummi? Hab dafür gesorgt, dass du ein paar Packungen auf die Zelle kriegst. Super. Danke übrigens. Ich weiß, Kaugummi ist nicht das gleiche wie Tabak. Aber glaub mir, sobald es keine Kippen mehr gibt, werden wir beide wie die Könige in diesem Knast leben. Klar, wenn du es sagst. Klar, Mann, wir müssen sie nur ein bisschen in der Luft hängen lassen. Vertrau mir. Okay, also... Weißt du, wo ich etwas Frittierfett herkriege? Tja, schätze, dass da wohl was in der Küche zu finden sein sollte. Obwohl... Bruno wird auch da sein. Und der Typ ist übel. Da bringst du dich echt in Schwierigkeiten. Bin sicher, wir werden gute Freunde. Nee, ich meine das ernst, Bruder. Leg dich nicht mit Bruno an. Der hat absolut keinen Humor. Ich pass schon auf. Ich brauch das Zeug halt wirklich dringend. Und ich brauch dringend einen vernünftigen Anwalt. Und muss auch mit dem klarkommen, was ich hab. Ich sehe, du bist echt einer von der entspannten Sorte, hm? So bin ich nun mal drauf, Mann. Okay, man sieht sich, Carl. Klar, Mann. So, wollen wir weitergehen? Gang A. Und ab in die Küche. Morgen, Bruno. Was gibt's zum Mittag? Ich hoffe, was Leckeres. Aber wer glaubst du, dass du bist, so einfach in meine Küche reinzuplatzen? Was soll das heißen? Ich war doch... Ich will deine abgrundhässliche Fresse nie wieder in meiner Küche sehen! Verstanden? Hey, entspann dich. Dachte nur, ich... Verpiss dich! Ich will das nicht nochmal sagen! Okay, okay. Also Bruno will mich nicht in der Küche haben. Und die Katze läuft mir immer noch hinterher. Kusch, Kätzchen, kusch. Mann. Die läuft mir echt hinterher. Da wollen wir mal gucken... Ja, glaube ich, was dafür bekommen. So, Kaugummis. Hier ist der Nikotinkaugummi. Wie versprochen. Ha, spitze. Kann ich dir eine Zigarette und ein Streichholz im Austausch anbieten? Okay. Okay, hier, bitte. Eine Kippe und ein Streichholz. Dankeschön. Danke, hier ist dein Kaugummi. Vielleicht habe ich morgen noch mehr. So. Ich habe schon eine Idee, was wir, glaube ich, machen können. Denn wir müssen die Samen einpflanzen. Ja, ich hoffe, da wächst irgendwas. Ich will es aber nicht beschreien. Und jetzt habe ich, denke ich mir mal, wir müssen mit dem Streichholz das Laub anzünden, damit die Bienen ausgeräuchert werden können. Das ist meine Vermutung.
Das wär's. Verschwindet, ihr Drecksviecher, und kommt ja nicht wieder. Es hat geklappt. Also habe ich es doch richtig gelegen. So, jetzt müssen wir nur noch mit dem Schlauch Wasserhahn. Den kann ich erst benutzen, wenn ich das Wasser zum Laufen gekriegt habe. Ah, super. Wasserhahn. Kann ich nicht machen. Warum nicht? Nur ein Wasserhahn. Ohne Ventil kann ich hier gar nichts machen. Ah, okay. Okay, hier habe ich immer noch Ersatzlaub. So. Moment mal. Der Typ hat doch so ein magisches Medaillon, oder? Das ist ein Abstellhahn. Oh Gott, warum trägt er sowas mit sich herum? Na gut, dann wollen wir mal gucken, ob wir irgendwas haben, was wir eben geben könnten. Gut. Auch nicht, okay. Was ist mit der Zigarette? Gut. So. Müll. Trockenes Laub ist Müll. Gut. Auch nicht. Was kann ich noch verwerten? Was er überhaupt nicht braucht. Schnaps. Gut. Auch nicht. Ich suche jetzt einfach mal weiter. Hier, Kumpel. Damit geht's, oder? Oh, klar, dabei. Mann. Das geht. Gib her. Hier. Jetzt muss ich mich konzentrieren. Die magische Schachtel arbeitet mit magischer Mentalenergie. Ich dachte, du wärst ein Illusionskünstler. Wie meinst du das? Naja, ein Illusionskünstler erschafft Illusionen. Der benutzt keine Magie. Na, du weißt schon. Oder nicht? Schau mal, willst du den Trick nun sehen oder nicht? Klar, kann's kaum erwarten. Dann halt die Klappe und stör mich nicht. Sorry. Oh, super. Du hast den Ball weggekickt, das habe ich gesehen. Nennst du mich einen Betrüger? Ja, klar. Okay, du hast mich erwischt. Was hast du erwartet? Echte Zauberei? Ist gar nicht so weit hergeholt, weißt du? Ich bin hier wegen einem magischen Ring, also... Klar bist du das, Monster. Hä? Hey, was hast du denn über mich gehört? Ich bin nur der Typ mit der magischen Schachtel. Das weiß ich schon. Egal, jetzt habe ich ja deinen blöden Zaubertrick gesehen. Dann kannst du mir jetzt auch das Medaillon geben. Abgemacht ist abgemacht. Bitte sehr. Perfekt. Jawohl. Ah, der Ball ist jetzt für immer weg. Na super. Ah, na gut. Dann wollen wir mal den Absperrhahn. Ah, hab ich nur gedacht. Magischer Medaillon. Natürlich. Den kann ich erst benutzen. Dann dreh mal auf. Oh nein. Jetzt ist das Ding auch noch kaputt. Lieber nicht. Hä? Ah, ich hab schon gedacht, er ist kaputt. Hoffen wir mal, dass der Plan aufgeht. Und die Saat, versteht sich. Oh, 24 Stunden später, also noch ein neuer Montag offenbar. Ein neuer Montag. Jawohl. Okay, mal sehen, ob was gewachsen ist. Okay, bevor ich aber hier weitermache, kommen wir jetzt erstmal zum Ende und im nächsten Part geht's dann weiter. Bis dahin, bleibt mir gewogen und ciao!